Hallo YouTube, ich bin der Noobifar. Und ich bin der Star Citizen Proof. So, ich hoffe, die 3.18 läuft endlich soweit. Bei euch, bei mir noch nicht. Na gut, zurück zum Thema. Heute ist der 17. März 2023 und es gab eine Stunde lang Star Citizen Live mit dem Thema Engineer Scrutineer. Hier ist, was du wissen musst. Jared begann mit einem Star-Wettbewerb gegen den Chat und bestätigte dann, dass er den Chat tatsächlich in 2 Minuten besiegt hatte. Sie verkaufen einige grüne Schiffe und dann war Thorsten mit an Deck, um mit uns zu sprechen. Sie sprachen darüber, wie Dinge wie zum Beispiel ein Auto kaputt gehen und wie Autos repariert werden. Sie sprachen über die Idee, das Auto zu tunen, um eine bessere Leistung zu erzielen. Dieser Vergleich wurde benutzt, um die Rolle des Ingenieurs im Spiel zu beschreiben. Falls du den Titel der Sendung nicht verstanden hast, diese Sendung war eine Vertiefung des Inside Star Citizen Segments von letzter Woche. Sie haben sich die Zeit genommen, das Gesagte noch einmal zu erklären, aber Jared, der Held, den wir nicht verdient haben, hat ausdrücklich gesagt, dass der Chat sich stattdessen dieses Segment ansehen kann. Sie sprachen über die Idee des Soft Death und wie der Ingenieur dabei eine Rolle spielen würde. Sie sprachen darüber, dass du keine Ersatzteile wie Relais in deinem Inventar hast, sondern dass du Teile aus weniger wichtigen Systemen nehmen kannst, um am Leben zu bleiben oder um nach Hause zu humpeln. Beim Militär nannten wir das übrigens Kannibalisieren und es war nur im Einsatz akzeptabel. Sie haben bestätigt, dass diese 3 Unterklassen von Ingenieuren, von denen sie sprachen, von einer einzelnen Person bearbeitet werden kann. Wir wissen bereits, dass deine Fähigkeiten nichts mit Perks oder Skilltree zu tun haben, denn wenn du weißt, wie man es gut macht, wirst du in der Rolle erfolgreich sein. Es gibt nichts, was den Captain einer Javelin davon abhalten würde, seinen Platz zu verlassen, um ein System zu reparieren. Anders als das Reparieren kann das Tunen durchgeführt werden, wenn die Dinge normal laufen, indem man ein System offline nimmt, es einstellt und dann wieder herstellt. Die Häufigkeit von zufälligen Fehlfunktionen muss ausgeglichen werden, aber es ist nicht vorgesehen, dass dies oft vorkommt. Aber es wird sehr selten vorkommen, wenn die Wartungsarbeiten regelmäßig durchgeführt werden. Tuning und Übertaktung führen zu schnellerem Verschleiß, was ebenfalls die Häufigkeit einer Störung erhöht. Bei sehr großen und komplexen Schiffen mit vielen Teilen ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion ebenfalls höher. Sie planen, das Spiel komplexer zu machen, ohne dass der Spaß zu kurz kommt. Die Mechanik des Ingenieurs wird als Teil des Boarding und Breach genutzt. Wenn du die Systeme hackst, hast du die Kontrolle über das Schiff mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Dann kannst du dich noch tiefer in die Schiffssysteme einhacken. Sie sprachen von Sabotage durch Überhitzung oder Überkühlung der Systeme. Explodierende Toiletten wurden als gewünschte Fehlfunktion auch bestätigt. Jared sagte dann schon Goodbye. Aber er kehrte zurück mit einem voraufgezeichneten Segment, in dem auch Anna mit dabei war. Sie ist eine Schauspielerin, die als Synchronsprecherin und Motion Capture Schauspielerin arbeitet. Sie begann mit Dramatic Art und kam durch ihren Agenten in die Branche. Sie hat für Star Citizen vorgesprochen, aber sie war sich eigentlich sicher, dass sie das Vorsprechen vermasselt hatte. Aber sie sagte, dass die Arbeit an dem Projekt ihr ganzes Leben verändert hat. In der Schule erzählte sie von der großen Bandbreite an Themen, mit denen sie in Berührungen kam, darunter Tanz, Gesang und das Studio, in dem sie lernte, wie sich Tiere bewegen und das Ziel war, Schauspielerin zu werden. In der Spieleindustrie zu arbeiten war nicht beabsichtigt, aber sie ist super zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Dieses Segment war natürlich super lustig, aber einige Kommentare im Chat über 3.18 während der Sendung waren auch für sich genommen urkomisch. Anna sagte, dass sie in letzter Zeit mehr an Videospielen gearbeitet hat. Jared erzählte, dass er in der Vergangenheit als Schauspieler gearbeitet hat, vor allem in Videos zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Er erzählte, dass er in 2 wiederkehrenden Rollen mitgespielt hat, nämlich die des Mannes, der aus Versehen einen Kollegen mit einem Gabelstapler überfahren hat und die des Mannes, der seine Kollegen sexuell belästigt hat. Also Jared, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Gabelstaplerfahrer Klaus war gestern, jetzt gibt's Gabelstapelfahrer Jared. Das veranlasste ihn, die Branche zu wechseln. Kann ich gar nicht nachvollziehen, warum denn? Sie sprachen noch ein bisschen mehr über die Jobs, die sie gemacht hatte und über einige Streaming-Sachen. Insgesamt war das eine ganz unterhaltsame Sendung. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du deine Zeit mit mir hier verbringst. Schön, dass du da bist, das freut mich. Und wenn dir diese Zusammenfassung hingefallen, dann solltest du in Betracht ziehen, diesen Kanal hier vielleicht mal zu abonnieren und da auf die Glocke zu drücken, damit ich dich weiter auf dem Laufenden halten kann. Und ja, ich hoffe, dir hat die Sendung gefallen. Wenn ja, dann teile das doch mit das Video mit ja, Freunden, Verwandten, Bekannten, Orga-Mates, Orga-Feinden, dem Busfahrer, dem Onkel deiner Tante,
wem auch immer. Es würde mich freuen, wenn der Kanal einfach weiter wächst und mehr Leute in Genuss dieser Videos kommen. Ich danke dir und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als flieg sicher und wir sehen uns im Verse der Nubifier, aka Star Citizen Proof, over and out. Das war das Video vom Nubifier. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt einen Daumen hoch da und falls du es nicht schon getan hast, auch ein Follow. Wenn dir meine Stimme gefällt, dann gibt's mehr von mir auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Dieser ist hier auch überall verlinkt, also sei nicht scheu und komm vorbei. Ich freue mich sehr, wenn du auch mir ein Abo dalässt und mich auf meinem Kanal genauso unterstützt wie hier. Gerne kannst du auch auf Twitch bei den Live-Shows vorbeischauen, mir auf den Social-Media-Kanälen folgen und gerne der Discord-Community beitreten. Also worauf wartest du noch? Komm vorbei und mach mit! Ich freue mich auf dich. Vielen Dank schon mal für deinen Support. Be brave, fly safe. Bis gleich, der Proof.